Hallo zu einer neuen Praxisfolge von Reptil TV. Heute ein trauriges Thema. Ich werde immer wieder mal gefragt, was tun, wenn das Tier oder wenn ein Terrarientier gestorben ist. Ihr werdet feststellen, oder jedem Terrarianer passiert es natürlich früher oder später. Zum einen, kein Tier lebt ewig und leider stirbt auch mal ein Tier früher, wie es sterben sollte, oder ein Tier wird mal krank. Deswegen ist das Thema ist schon in gewisser Weise interessant. Zum Zeigen habe ich natürlich diesmal nichts in der Hand. Ich probiere immer irgendwie ein Reptil in die Hand zu nehmen, dass ich nicht nur so völlig ohne alles dastehe. In dem Fall geht es natürlich nicht, deswegen heute nur ich. Generell zu dem Thema, wie gesagt, wenn ihr ein totes Terrarientier habt, gibt es diverse Punkte. Zum einen überlegt euch, oder ihr wollt ja sicherlich wissen, wieso es gestorben ist. So richtig an Altersschwäche, das ist bestimmt, gibt es zum Glück oft in der Terroristik, aber wie gesagt auch nicht immer. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich Gedanken macht, wieso ist jetzt das Terrarientier gestorben. Ne? Ich gehe ja nicht einfach los und kaufe mir ein neues, sondern ich will ja wissen, habe ich was falsch gemacht. Sucht den Fehler nicht unbedingt beim Züchter. Ich habe schon die verrücktesten Sachen erlebt. Leute, die nach 4 Jahren dann kamen, haben gesagt, na, der war ja von Anfang an nicht okay oder sowas, ne? 4 Jahre später. Also das ist Tatsache, das höre ich leider regelmäßig. Also sucht nicht immer zwangsläufig den Fehler bei anderen Leuten, sondern sucht ihn verstärkt erstmal bei euch selber, oder so mache ich es eigentlich auch. Habe ich was an der Haltung falsch gemacht? Was ist schiefgelaufen? Eine gute Möglichkeit ist, das Tier, man kann es zur Sektion einschicken. Es gibt diverse Institute in Deutschland. Exomed Berlin ist eins der bekanntesten, auch zuverlässig. Da schickt man das Tier hin, möglichst frisch, auch nicht vorher einfrieren. Durchs Einfrieren gehen diverse Dinge kaputt, wo der es untersucht, dann nicht mehr genau feststellen kann, was die Ursachen sind. Also probiert es möglichst frisch nach dem Tod dorthin zu schicken, wickelt es in Zeitung ein. Zeitung ist immer gut, hat eine gewisse keimzerstörende Wirkung. Packt es in ein Paket, schickt es am besten als Express Exomed Berlin oder an ein anderes Institut, könnt ihr auch googeln oder vielleicht kennt ihr andere. Schickt es dahin, dann kriegt ihr ein Ergebnis, was das Tier hatte. Das kostet, sage ich mal ganz grob, zwischen 50 und 100 Euro, aber dann wisst ihr in aller Regel, was die Todesursache war, was wirklich für die weitere Terroristik bestimmt hilfreich ist. Wenn ihr das nicht tut, müsst ihr das Tier andersweitig entsorgen. Zum Entsorgen gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, wenn das Tier bei einem Tierarzt in Behandlung war, könnt ihr das Tier auch sicher vom Tierarzt entsorgen lassen. Der ein oder andere wird das Tier vielleicht irgendwo beerdigen, bei sich im Garten oder im Wald oder irgendwas. Das ist bei deutscher Rechtsprechung recht umstritten, oder ich glaube, man darf es eigentlich gar nicht wirklich, oder vielleicht auch nur bis zu einer bestimmten Größe oder sowas. Da wage ich mich jetzt auf dünnes Eis. Deswegen, das müsst ihr für euch entscheiden. Ich glaube, es wird, meines Wissens ist noch nie jemand dafür verknackt worden, wenn ihr es getan habt. Andererseits, wenn ihr, sagen wir mal, einen 4 Meter langen Tigerpython habt, den solltet ihr echt nicht im Garten oder im Wald vergraben. Das versteht sich von selber. Das Gleiche mit im Müll entsorgen. Ich würde mal sagen, wenn ihr ein Bardagamen oder Leopardgecko, so ein kleines Baby oder ein kleines Tier habt, wenn er den in Zeitung einwickelt und in die Mülltonne schmeißt, wenn er das übers Herz bringt, ist das sicherlich okay. Das ist dann vom Geruch von allem auch nicht anders wie ein Essensabfall. Wie gesagt, wenn er das übers Herz bringt, ist es sicherlich eine Möglichkeit. Ich denke, es wird auch legal sein. Den Tierarzt habe ich gerade schon gesagt. Was es auch als Möglichkeit gibt, es gibt in den meisten Kreisen eine sogenannte Abdeckerei. Also Abdeckerei wird von der Stadt normalerweise angeboten. Das ist da, wo man tote Tiere hinbringt. Auch aus der Landwirtschaft zum Beispiel wird es in die Abdeckerei gebracht. Oder ich vermute, der Tierarzt wird es auch bei der Abdeckerei abgeben. Das müsst ihr bei euch in der Gemeinde vielleicht nachfragen oder googeln als Möglichkeit. Das sind die,
die Möglichkeiten, die ihr da habt, um das leider gestorbene Tier zu entsorgen. Wie gesagt, verzeiht mir da irgendwelche, ich sage jetzt bald mal pietätlosen Dinge, wenn ich so fachlich drüber rede, aber man muss das Thema ja auch irgendwie fachlich betrachten. Noch zwei wichtige Punkte. Wenn das Tier unter Artenschutz steht, habt ihr das ja auch auf eurer Behörde angemeldet. So wie ihr es angemeldet habt, müsst ihr es abmelden. Schreibt einfach ein kurzes Schreiben hin oder per E-Mail. Leider ist meine Boa Constrictor gestorben oder meine, je nachdem, gut, Boa Constrictor ist nicht einmal mehr meldepflichtig. Aber wenn es ein meldepflichtiges Tier war, mein Fidschi-Leguan oder was auch immer, ist leider verstorben oder meine Schildkröte. Also meldet es dort fachgerecht ab. Dann habt ihr den behördlichen Teil auch richtig erledigt. Und noch eine wichtige Bitte zum Schluss. Ein Reptil kann ja sowas wie eine Kältestarre haben. Ich habe es schon erlebt, zum Beispiel bei Versand, wenn der Versand doch kühler war, wie er hätte eigentlich sein sollen, dann kommt ein Tier an, das sieht im ersten Moment wirklich wie tot aus. Das kann man in die Hand nehmen, es macht einen toten Eindruck. Jeder wird sagen, jawohl, das Tier ist hundertprozentig tot. Wenn man das Tier ein, zwei Stunden stehen lässt, das kriegt wieder Temperatur, plötzlich lebt es wieder, ist alles wieder in Ordnung. In der Regel haben die dann oder tun die nicht einmal einen Schaden davon tragen. Was ich damit sagen will, seid euch natürlich sicher, dass das Tier tot ist. Wenn es im warmen Terrarium da liegt und völlig reglos oder eine Schlange runterhängt wie so ein Fahrradschlauch, dann ist sie höchstwahrscheinlich tot oder ist sie sicher tot. Wie gesagt, aber nach dem Transport oder wenn jetzt meinetwegen ein Stromausfall war oder aus irgendeinem Grund eisekalt war in der Nacht oder so, seid vorsichtig, nicht, dass ihr ein noch lebendes Tier in irgendeiner Form entsorgt oder an ein Institut schickt oder was weiß ich. Dies als Sicherheit noch.